Gewinnspiele gab es auf der Gamescom halt echt eine Menge. Und hier habe ich mal einfach was aufgenommen, was mir persönlich halt auch sehr geil gefällt. Bei One Gaming gab es unter anderem diesen Gaming Chair zu gewinnen. Wir sehen links oben in der Ecke von dem Bild oder links seitlich so dieses bläuliche. Das ist dieser Gaming Chair, der da zu gewinnen war. Bei einem anderen Match gab es eine SSD zu gewinnen. Also diese Gewinnspiele hier im Stand waren schon echt sehr cool. Meine eine hat leider nur eine Nerfgun abgestaubt, aber was soll's. Nerfguns sind schon mal ziemlich giftig cool. Außerdem kann man damit immer wunderbar Leute nerven und notfalls ab in die U-Bahn irgendwelche Passanten beschießen und dann schnell die Waffe wegtun. Ist halt so eine kleine Handfeuerwaffe, sehr lustig. Was ich hier ganz geil finde, ich finde Nerfguns insofern ganz lustig, weil ich damit auch schon so die ein oder andere Erfahrung gemacht habe. Vom Treffer ins Auge bis hin zum Kollegen über den Haufen schießen. Alles dabei gewesen. Und ich finde diese Art und Weise, hier so ein Gewinnspiel auszutragen, so ein bisschen Wettkampf-Feeling aufkommen zu lassen, sehr, sehr cool. Gerade für die Shooter-Gemeinde ist das vielleicht auch ganz lustig. Wir hatten hier noch einen Typen, den habe ich leider nicht mit auf dem Video, aber der hat mal so richtig gerockt. Also entweder lebte sein Leben lang Nerfguns oder er ist ein unglaublicher Ego-Shooter-Zocker. Der hat hier innerhalb kürzester Zeit das Magazin einfach in das kleinste Zielloch eingeschossen, damit die höchste Punktzahl abgesahen, die überhaupt geht. Respekt nochmal an den Kollegen. Ich glaube, das war nachher auch der Gewinner, der diesen Share hier abgesaugt hat. Es war sehr, sehr lustig, sehr funny. Das eine Mal habe ich sogar selber noch einen Pfeil abgekriegt, weil ihr seht ja, ich stehe so ein bisschen in Schussrichtung. Es war aber super lustig. Und die Stimmung hier an dem Stand war auch sehr, sehr cool. Vielen Dank nochmal an One Gaming. Euer Stand war unterhaltsam. Ich habe das ein oder andere abstauben können. Ich habe mir immer noch mehr gewünscht, gerade auch bei diesen Nerf Battles hätte ich gerne mal mein Glück versucht. Aber was soll's. Ich gönn's den anderen Kollegen, die da ordentlich geile Gimmicks abgestaubt haben.